So, das hier soll das neue Team werden für die WL, was wir heute auf entspannt zusammenbauen. Genau, da kann man auch noch ein bisschen rumtesten und rummachen, ne? Ist ja auch klar. Aber sieht gut aus. Was ist mit dem Dings Mertens, dem 89er? Oh ja, das ist noch um einiges besser. Abfahrt, hauen wir den da vorne rein. Wir stehen vom Abgrund, Doktor. Gut, 15 Millionen jetzt. Die Preise werden ja krass droppen, wenn Totti rauskommt. Aber ihr wollt halt auch direkt die Tottis haben, ne? Ha, mit Auge halt. Wir müssen halt auch mal gucken, was wir halt hier machen. Ob wir das Team so bauen wollen. Wenn wir gleich mal nach dem Gewinnspiel, was die Leute sagen. Was so die Preise sind. Insignius sieht auch geil aus, Alter. Kann der was? Der kann was. Ist der gut? Der ist richtig gut, oder? Der hat 4-4, oder? Ja. Der ist gut. Was mit Ronaldo? Ich mag den nicht, ja nicht, Ronaldo. Aber viele sagen, dass er jetzt wieder stark wäre. Unbeweglich. Und scheiß Passwerte. Ja, ist eh der falsche, ne? Oder? Stürmer wollte ich doch holen. Sein Dribblings. Ja, gibt's aber den besseren, den 94er. 80 Spiele, 117 Tore, Bruder. Ich glaube, Doktor, du spielst auch der falsche Spieler, hä? Ich mag den nicht. Ich habe den getestet, ich habe den noch 2-3 Mal eine Chance gegeben, aber irgendwie hat den Schmutz. Also. 68 Spiele, 98 Tore. Auch gut, ne? Alle besser wie Pelé. Der wird auch nicht krass droppen, oder? Wenn, 80 auf 117. Der ist ja doch nicht so teuer. Der ist ja schon so wirklich im Begrenzer. Wer hat sich den Erstbesitzer gewinnt? Digga, der sieht gut aus. Tipp. Aber ich fand diese Totti nominell Special Karten unnötig. Ja, waren sie auch. Eine Liga ist langweilig, aber es hatten sich doch mal viele gewünscht so. Dass man vielleicht auch mal so ein bisschen die Ligen durchtestet, Jungs, mal, ne? Ich finde das cool. Ja. Brasilien-Team, dann mal Serie A. Da kommt ein bisschen Abwechslung rein. Bitte nicht Handanovic, der ist so lost, aber was gibt's noch für Alternativen? Fangen wir mal hinten an. Also, ich denke, Serie A-Team wäre mal geil, oder? Könnt ihr erstmal ja oder nein reinschreiben? Was hätten sie sonst überhaupt noch so für Torhüter? Gibt's nichts. Hubert Schensky vielleicht? Donnarumma. Donnarumma. Donnarumma ist auch so ein kleiner Ficker, oder? Ja. Dann gucken wir mal Spezial. Dream Squad rein. So, wir hätten Chesney. Und hat noch Donner, ne? Gehen wir auf Donnarumma. Ich würde mit Donner oder mit Handanovic gehen. 1,96 ist der. Wie groß ist Handano? 1,93. Buffon auf Ehre. Lasst Handanovic. Handanovic ist krank. Da sagt dann doch wieder jeder was anderes, ne? Gut, könnte man mal testen. So, wie sieht's hinten aus? Hinten gibt's, was gibt's noch groß? Wir haben noch den Kollege hier am Start. Diesen Murillo. Chesney ist heftig. Juan Jesus haben einige gesagt, der wäre heftig. Was gibt's noch? Der Jesus ist heftig. Der ist so wie Militao. Was haben sie noch so im Angebot? Robert Jo-Olli. Also oft unseren Pelé abgelaufen hat er, der Kollege. Der sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Der ist nicht schlecht. Auch krass. Den könnte man eigentlich wirklich mal testen, Digga. Manola sieht eigentlich auch gut aus, ne? Ja. Nkudu sieht auch krank aus. Oh, dieser Romagnoli, der hat halt auch 82 Passen und so, finde ich schon wichtig, die ist ja für den Verteidiger. Stimmt, das sieht heftig aus, ne? Mach den mal rein direkt. Den könnte man mal reinsetzen. Den haben wir ja selbst immer geweint gegen den. Der Kohle, was hat denn der Kohle beim Passspiel? 55, also hat Juan Jesus beim Pass? Aber das ist ja echt krank, dass ein. Dass ein Der hat einfach 82. Ja, das ist ja Dingkarte. Nkudu ist Meta. Was für eine Karte? Das ist ja diese Scream-Karte. Ja, das ist echt heftig. Und kann man nochmal sein passen? Und der hat auch noch die zwei wichtigen Werte auf 99, ne? Der Rest ist ja scheißegal bei ihm. Was auf Kurzpass, Langpass, ja. Langpass. Und nicht schlecht. Und auch, guck mal, defensiv hat der in Anführungsstrichen nur 87, aber auch bei Kopfballpräzision so wenig, ne? Sieht schon krank aus, ja. Juan Jesus ist Linksfuß ja gut, das ist ja aber egal, Jungs. Ist sogar gut, dein Links und Rechts. Boah, der hat sogar geile Arbeitsraten, gering hoch. Und der andere hat mittelhoch, ne? Das sieht einfach. Der Mali hat, glaube ich, sogar hoch oder so, ne? Das ist nicht so gut. Mittelhoch. Gut, dann hätten wir das. Dann hier, Dalbert ist halt das Problem. Was machen wir, ne? Soll man Hernandez oder Dalbert? Dalbert war irgendwie so. Das hat Murillo. Murillo sieht aber auch gut aus. Das ist die Frage, ne? Wenn der Linksverteidiger nicht so gut war, dann könnt ihr Hernandez schon eine Chance geben. Ja, mach Hernandez. Ja, der war eigentlich echt gut, ne? Und das ist auch eine rote Karte, so die setzt man gerne. Ich denke mal, Quitine, nur nicht gespielt, aber die Werte sprechen für sich. Ja, und dann sind wir schon vorne. Die sind eigentlich krass, ne? Ja gut, wir hätten hier noch Quadrado, aber hat auch gute Passwerte halt, der Quartes, aber... Ja, aber das ist ja kein Ding. Ja, das ist zu leise. Ja, der muss ein bisschen schreien. Quadrado kannst du nicht spielen. Der ist sogar eigentlich eher für die Offensive als Sub vielleicht. Sub wird, Ah, da nochmal! Okay. Der Bug ist noch da, ja, so sieht's aus. Was hält man aber hier halt noch?
als ZDM haben die nicht mal so viel, ne? Da finde ich halt Nainggolan und Dings, die sind schon. Die sind die besten, ja? Schon geil. Sind auch beide schön klein und aggressiv. Ansonsten könnte man mal noch gucken, was sie noch so haben. Was, wie wär's mit Dybala? Dann habe ich ein bisschen Schiss wegen Ding, ne? Ja. Ding braucht die Burg. Quadrado. Ja, da sind die, glaube ich, schon die Beste in der Mitte, ne? Tonelli liegen SBC. Guck mal, LV könntet ihr auch Dings reinpacken, Alexandro. Ja, stimmt. Haben wir auch noch nie irgendwie groß getestet, ne? Hat auch eine Special Karte, ne? Hab ich gerade gesehen, noch einen runter. Da ist er. Alexandro. Sieht auch krass aus. Ja. Die liegen SBC Karte können wir eingeben. Ah, da ist er. Boah. Oh, der sieht auch richtig gut aus, ne? Ja. Boah. Müssen aber wir eigentlich. Nein, wir und Dings in so eine Bande. Ja, den Allen hatten wir jetzt schon gezockt, ne? Dann könnten wir halt mal rausholen für den. Allen könnte man rausmachen. Ja, der ist non-rare, ne? Man könnte die SPC noch machen, ihr habt doch Dalbert da schon. Kann ich beide machen. Oh, ah, der ist hier unten, wo ist er denn? Tonali, da ist er. Das ist ein geiler Finger, Digga. Deswegen hab ich ihn gefunden. 4-4 hat er auch. Gucken wir uns den mal an. 4-3. Ah, 4-3. Schwacher Fuß. Aber der sieht eigentlich gar nicht mal verkehrt aus, ne? Fast Trudit-Gang, ne? Ja. Baujahr 2000, Digga. Der richtig Typ ist gerade nur 2 Jahre jünger wie ich. Politano, Hammer, glaube ich, das war doch der von der Ding. Der ist aber jünger als ich, das ist halt krass, ne? Und hat schon hier so 84er-Karte. Aber das wäre krass, könnte man halt dann so stellen, ne? Ja. Auch nicht schlecht. Und könnten ihn mal rausholen. Aber fandet ihr anderen so schlecht? Ja, nee, aber wir haben ihn ja schon gezockt jetzt schon mal. Der war geil, aber wir haben jetzt schon einmal gezockt mit dem. Könnten wir ja echt mal noch den nächsten testen. Die SPC ist ja nicht so teuer, oder? Nö, könnte man eigentlich easy peasy, zum mal her. Liegen SBC ist zwar ein bisschen Arbeit, aber den könnten wir auf jeden Fall machen. Dann ist halt die Frage, wollen wir halt Nengo oder wollen wir halt Allen spielen, aber... Nengo. Nengo safe. Allen haben wir dort schon getestet. Den haben wir doch schon mal durchgefahren jetzt im Brasilien-Team. Okay, und dann ist halt die Frage Offensive. Viele sagen, Mertens wäre so scheiße. Mertens hat ein Kollege von mir, der ist schon krass. Hat ein bisschen mit dem gespielt. Also laut Werte her kann er eigentlich nicht scheiße sein. Aber Pelé könnte eigentlich ja, angetan scheiße sein, ne? Und die Frage wäre dann, Insigne über die Aus oder Insigne in die Pucks? Spielt ihr da mit dieser Formation dann im Spiel? 4-4-2. Ich denke, das ist fast egal, oder? Mertens Beste. Ja, sehen beide krass aus, ne? Im Sturm spielen lassen. Ja, wir müssen Ronaldo und Mertens spielen lassen. Und falls wir mit Ding halt spielen, irgendeiner dann als Zehner. Ist dann eigentlich auch egal, wenn der als Zehner spielt. Das hat 84 Passwert. 87. 84. Tut sich nicht viel, ne? Balu vorne rein. Das ist, die drei sind echt ähnlich von den Karten her, ne? Ja. Balu sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Ich finde Balance schon dieses Jahr im Dribbling-Wert mit der wichtigste. Und das merkst du auch zum Beispiel bei dem. Das fuckt halt ab. 71 Balance. Sind die besser als Mertens? Das kann sein, ja. Kostet ja aber auch doppelt so viel, ne? Das heißt, der muss schon besser sein. Insigne Ausdauer 99, das ist halt krank, ne? Den kannst du, guck mal. Kannst du über die Außenfetze lassen bis zum Anschlag, ne? Ja, und kannst sogar defensiv verstärken, theoretisch reinmachen. Du musst sehen, auf jeden Fall in dem Sturm, den Ja. Hat auch die besseren Arbeitsraten für Sturm, hoch gering. Trikotnummern, was kriegt ein Ronaldo die 7, ne? Der dicke Erhano. Kriegt die 7. 7? Mertens kriegt die. Der hier, Roman Joolli, ist auf jeden Fall der 69er. Brauche man da drüber reden. Safe der 69er. Safe 69er, wer ist aber der 31er in dem Team? Das müsste eigentlich der hier sein. Boah. Nengo, Digga. Nengo ist der 31er, Nengo stimmt. Ist der 31er. Nengo 31er, ja, kommt hier auch direkt rein. Mertens, boah, wer kriegt denn aber die 1? Wer ist denn so ein 1er? Das ist die Frage. Ich will die scheiß 1 zu verteilen, Digga. Da läuft das ganze Team wieder nicht. Mertens, die 14. 14 der Typ ist auf jeden Fall ein 2er. Sehe ich wirklich da drin? Ja. Du warst auch ein 2er früher, ne? Der ist ein 99er. Das ist der 1er. Der ist der 1er jetzt geworden, weil er rot ist. Genau, das ist Nummer 1. Und das ist unser 10er, oder? Insigne. Ja. Komm, jetzt kriegt die 8, ja. So, und der kriegt die 8 hier drauf. So, gut, Doktor, dann hol den Controller und lass uns reinschwitzen.
Tschüss.